Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video gibt es wieder mal eine Bergtour, aber nicht irgendeine, sondern es geht auf den Großglockner. Und ich bin heute nicht alleine unterwegs. Es ist mit mir dieser Kerl mit. Jawohl. Wie heißt du? Hast du einen Namen? Jason Statham. Wir sind hier am Lucknerhaus, also hier auf dem Parkplatz. Es geht jetzt gleich mal los zur Stüdelhütte und dann weiter auf den Großglockner. Ja, hier kommen schon die Motorradfahrer an. Wir sind hier gerade noch am Sortieren, was wir alles mitnehmen. Schuhe, Seil und so weiter, alles Mögliche. Der ganze Kofferraum ist voll mit Gewand und so weiter. Denn wir werden eine Nacht oben übernachten am, wie heißt das, Stüdelhütte. Und dann geht es morgen früh gleich los weiter zur Adlersruhe, Erzherzog Johann Hütte. Die ganze Ausrüstung, was ich so mitnehme, Schuhe und so weiter, Helm, Seil, die Stöcke, das verlinke ich euch wie immer unter dem Video. Dann könnt ihr euch das bei Amazon oder so ansehen, weil ich weiß, es kommen immer wieder Anfragen, was trägst du, welche Socken hast du an und so weiter und so fort. Das könnt ihr immer unter dem Video ja, euch ansehen auf Amazon. Kostet nichts und bei einem Kauf würdet ihr mich mit ein paar Cent unterstützen. Es ist immer wieder ein Abenteuer, wenn man eine Hochtour macht. Was nimmt man mit und was nicht? Ja? Denn das Gewicht spielt ja eine sehr, sehr große Rolle. Und ja, wir sind jetzt noch immer ein bisschen am Rätseln, was wir im Auto liegen lassen sollen. Er nimmt die große Kamera mit. Ja, Dex. Genau, schaut euch die riesen Dinge an. Gleich mal 5 Kilo nur die Kamera. Ja. Und bei mir halt, ja, ich muss das Seil schleppen, das schwere Seil. Aber ja, das schaffen wir schon, oder? Was meinst du? Ja. Hier müssen wir rauf, seht ihr den? Hier ist der Großglockner. Boah, das sieht mächtig aus, was? Hier daneben den Gletscher kann man auch sehen, rechts unten. Die Verhältnisse sind super. Ich habe einen Strohhut oben, wundert euch nicht. Ich habe meine Kopfbedeckung wieder irgendwo liegen lassen. Typisch, ich vergesse immer irgendwas. Aber Gott sei Dank hatte ich noch einen Strohhut, der mich hier vor der Sonne schützt, denn es hat 25 Grad ungefähr. Es knallt so rein, also es ist wirklich sehr heiß. Seht euch hier mal die ganzen Berge an, es gibt so viele 3000er hier. Also die Landschaft ist hier schon extrem schön, das findet man echt selten. Und wir haben noch einen verdammt weiten Weg vor uns. Da ganz oben müssen wir hin. Momentan ist nicht viel los, wir sind so die einzigen, oder, die hochgehen. Die sind alle vor uns hoch. Ja, weil es ist Sonntag, 1. Oktober. Der Kollege ist aus Deutschland, ist wie lange zu mir gefahren? 5 Stunden? Ja. Lucknerhütte. Hütte. Stüdelhütte. Also rechts. Herzog Johann Hütte. Dann geht es hier weiter rauf. Hier ist sogar einer mit dem Rollstuhl raufgefahren. Respekt, Respekt, oder? Es war aber zwar ein elektrischer. Viel gemacht hat sie nicht. Hier unten ist der Parkplatz, von da kommen wir her. Den schön markierten Weg sieht man wunderbar. Lucknerhaus da unten. Und jetzt geht es weiter zur Lucknerhütte, oder? Ja. Lucknerhütte, die müsste eh gleich da oben sein. Also hier sind wir bei der Lucknerhütte. Hier kann man etwas essen und trinken, wenn man will. Aber wir haben eh gerade unten ein schönes Schnitzel mit Kartoffel gegessen. Und ja, brauchen nicht noch etwas. Also vielleicht haben wir Glück und es sind nicht viele Leute. Und normal ist ja da immer total der Stau oben. Aber wir haben bis jetzt nicht einen einzigen gesehen, der da hochgeht. Also wir sind echt die einzigen bis jetzt. Schauen wir mal, wie sich das dann oben entwickelt. Nationalpark Hohe Tauern, Außenzone. Hier unten sieht man nochmal die Lucknerhütte. Und von da ganz unten kommen wir. Und jetzt geht es weiter rauf zum Großglockner. Wir sind echt die einzigen, das ist doch ein Wahnsinn. Ein Schild, Stüdelhütte, 1 Stunde 30 und zur Erzherzog Johann Hütte 4 Stunden 30. Aber das machen wir erst morgen. Wir starten morgen von der Stüdelhütte in der Früh gleich. Oh. Kleiner Wasserfall. Boah, der Arme da oben, der ist das richtig. Machst du dich kaputt, ne? Der, bei dem ist richtig die Luft draußen. Also der sollte auf keinen Fall zum Gipfel gehen. Das sieht man jetzt schon. Der ist ja wirklich der
mit letzter Kraft quält er sich hoch. Und das ist nicht mal die Stüdelhütte, also das ist nicht mal die erste richtige Hütte, wo man übernachten kann. Ja, also der sollte, so einer sollte auf jeden Fall umdrehen, meiner Meinung nach. Hier ist der Kollege vorne. Schauen wir mal. Fragen wir ihn, ob es ihm noch gut geht, ob er noch genug Kraft hat. Und weit ist es nicht mehr zur Stüdelhütte. Wir haben es gleich geschafft. Wie geht's dir? Sehr gut. Sehr gut. Sicher? Im Schatten passt. Im Schatten ist es super. Sehr angenehm. Und da unten kommen sogar noch drei Stück. Oder vier sogar. Vier Leute kommen noch hoch. Wir sind gleich bei der Hütte. Oben sieht man sie schon. Und hier sind noch drei Bergsteiger. Also ganz alleine sind wir doch nicht. Wie am Anfang angenommen. Es sind doch noch 4-5 hinter uns und 4-5 vor uns. Oh, und jetzt kommt da eine richtige Gruppe darunter. Und wir haben es eigentlich geschafft in einer guten Zeit, oder? Ja, sehr gut. Wie viel? 2 Stunden oder? 2 Stunden 6 bis 7. Also 2 Stunden, sagen wir 10. Bis zur Hütte rauf, bis zur Stüdelhütte. Also wir sind oben angekommen. Hier ist die Stüdelhütte. Da werden wir heute übernachten. Und ja, von da unten kommen wir. Jetzt sehen wir uns noch an, wie lange es zur nächsten Hütte geht. Es müssten ja wie viel? 3 Stunden sein oder so. Es steht nichts. Aber hier steht morgen früh Erzherzog Johann Hütte. Hier sieht man nochmal das Ganze, wie das aussieht. Das ist unsere Route. Stüdelhütte, hier sind wir. Und dann geht es hier diese rote Markierung, steht da Route normal, Normalanstieg rauf Erzherzog Johann Hütte und dann rauf zum Gipfel. Er baut 1868, 2801 Meter. Gehen wir mal rein. Ach ja. So, hier gleich unser Zeug deponieren. Ja. Ganzen Rucksäcke. Wo sollen wir denn? Sollen ich glaube, da war die Schuhkammer davon. Ach so, ja. Da gibt es bestimmt Hausschuhe. Das ist unser Lager. Hier liegen schon ein paar da oben. Und wir schlafen hier 11 und 12 da unten. Sollen wir mal schauen, Ausblick. Ach so, da unten auf die Leute. Schön. Sieht schön aus. Hoffentlich wird nicht zu viel geschnarcht in der Nacht. Sonst bekomme ich kein Auge zu. Oh, herrlich. Noch ist hier nicht so viel los. Ne? Ja, noch geht es. Noch ist nicht wirklich viel los, aber das wird sich sicher gleich ändern, oder? Obwohl Sonntag ist, ja. Sonntag auf Montag. Normal sollte da nicht sehr viel los sein, aber man weiß ja nie. Hey, hier kann man sogar klettern, Kletterwand, wenn dir langweilig ist. Die haben auch nur Matratzenlager, glaube ich. Johann Stüdel, der Glockner her. Besten nachgelesen. Und hier sind noch irgendwelche Fotos. Stüdelhütte. Ja, geil. Schau, keine Schuhe, sonst 20 Euro Strafe. Dann muss ich mir einen Kredit nehmen. Weil hier alles so extrem teuer ist.
Leute da sind und es ist ein Sonntag. Sonntag auf Montag und es ist trotzdem alles voll. Also dann könnt ihr euch denken, was da am Freitag oder Samstag los ist, wenn schönes Wetter ist. Da ist ja alles bummvoll. Da ist jedes Bett reserviert. Und wir genießen hier noch so ein bisschen die Landschaft. Wir sind von da unten irgendwo gestartet. Schon schön. Und hier sieht man ein bisschen den Gletscher da. Seitlich da oben. Die Mädels hier, die frieren auch nicht. Nackig, ohne Unterwäsche laufen sie herum. Und wir zwei frieren hier mit der Jacke. Was? Essen. So sieht es innen aus. Volle Bude hier. Was sagt der Jason? Gute Nacht. Gute Nacht? Jetzt schon? Ja, oder? Okay. Wir sind jetzt hier im Lager 2. Leider funktioniert das Licht oben nicht mehr. Jetzt muss ich hier mit dem LED von der GoPro filmen. Es ist 8:30. Wir werden jetzt gleich schlafen gehen, machen uns Bett fertig. Und dann geht es gleich morgen in der Früh los. Wir stehen um 4:30 auf. Leute, wir sind jetzt wach geworden und es geht schon ordentlich zu. Das Essen ist richtig gut. Guten Morgen, Jason, guten Morgen. Wie geht's? Alles paletti. Gut geschlafen. Mittelmäßig. Ja, bei mir genau das gleiche. Also gut geschlafen habe ich nicht. Jetzt sind wir draußen. Ich und der Jason fix und fertig. Es geht los mit der Tour. Ihr seht schon da oben, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennen kann, die Lichter. Es sind schon einige losgestartet. Die gehen wahrscheinlich den Stüdel gerade und wir müssen hier rechts rüber zum Normalweg. Gut, aber jetzt werde ich nicht allzu viel filmen, denn es ist sowieso stockdunkel. Und man sieht überhaupt nichts. Jetzt sind wir gleich mal bei dem Gletscher angekommen. Dann werden wir uns anseilen. Bis jetzt läuft es super. Es ist überhaupt nicht kalt. Ich bin viel zu warm angezogen. Obwohl ich ohne Handschuhe und so weiter unterwegs bin. Ich habe natürlich welche mit. Aber man braucht sie überhaupt nicht. Jetzt sind wir gleich mal da. Und dann geht es weiter zur Erzherzog-Johann-Hütte. Und ja, passt super. Ich muss da ein Foto von dir machen. Ja. Sieht so geil aus. Foto? Wow, sieht heftig aus, was? Hier sind wir ganz alleine und es macht einfach nur Spaß. Wenn man seine Ruhe hat, wenn man in seinem Tempo gehen kann. Und ja, einfach herrlich. Das Wetter ist traumhaft. Es kann nicht besser laufen bis jetzt. So, jetzt werden die Steigeisen ausgepackt, Leute. Denn hier fängt der Gletscher an und wir kommen von da drüben. Also da war eigentlich alles nur Fels, kann man sagen fast. Und dann geht es da hoch. Man sieht die Leute ganz leicht. Da sind zwei vor uns. So rauf und dann rechts rüber. Hier hinten einfach mit dem Bügel, zack, und schon sind sie montiert, halten bombenfest. Seil haben wir montiert, über den Gletscher natürlich, ein Muss, und wir sind hier mitten auf dem Gletscher und es geht immer weiter nach oben und oben. Die Sonne kommt auch langsam raus. Also das wird ein wunderbarer Tag heute. Wir sind jetzt angekommen beim Mürztaler Klettersteig. Oh, hier hat irgendwer sein Stecken vergessen. Jetzt geht es hier hoch auf den Klettersteig und dann da oben ist die Hütte. Man sieht sie schon ganz leicht. Wir haben nicht mehr weit. Und schaut euch mal hinten die ganzen Spalten an. Und unten kommen noch vier Leute. Wahnsinn, ja. Also da sollte man nirgendwo reinfallen. Denn wer weiß,
wie tief es da runter geht. So, und jetzt geht's los mit dem Klettersteig. Jetzt kommt ihr auf den Helm wieder rauf. Oh, ist das schön. Super. Machst du auch ein Video oder was? Ja, ja. Ach so, du willst auf dem Video sein. Ah, so ist das mit dir. Wegen dem willst du unbedingt vor mir. Wir klettern hier, Leute, ohne Sicherung, also das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er sich das zutraut oder nicht. Ich bin schon hunderte Klettersteige gegangen. Das ist ein ziemlich einfacher Klettersteig, A maximal B. Und da unten kommen wir, hier sieht man den Weg ganz leicht, hier rauf am Grat. Es geht hier entlang, hier ist schon eine Seilschaft oben. Und wir sind dann jetzt gleich bei der Hütte in 5 Minuten auf 3400 Meter. Läuft tipptopp bis jetzt. Jason, geht's noch? Sehr gut. Sehr gut, oder? Perfekt, ihr habt es gehört. Und hier müssen wir rauf. Und hier nochmal unten der Gletscher, ihr seht den Weg. Also von da hinten irgendwo kommen wir und dann sind wir hier über den Gletscher rüber, dann hier rauf, hier über den Grat und hier weiter rauf, rauf, rauf. Hier sind sogar ab und zu mal Stahlseile montiert. Und hier oben ist gleich die Hütte. Wir sind oben, Erzherzog Johann Hütte, Seehöhe 3454 Meter. So sieht das hier oben aus. Oh, gewaltig. So sieht das hier oben aus. Und hier geht es dann weiter, ja. Hier rechts dann auf den Gletscher und dann kommt das Eisleitl. Und dann weiter auf den Glockner. Wir haben uns entschieden, wir lassen den Rucksack hier mit den Stöcken, mit dem Seil, alles. Ich habe nur die Steigeisen so mit in diesem Behälter. Er wird nur so einen kleinen Rucksack mitnehmen mit etwas zum Trinken und ja, das war es eigentlich.
und los geht's. Sehr, sehr viele Leute haben ihren Rucksack einfach stehen lassen, denn es ist halt doch ziemlich viel Gewicht, was man da mitschleppen muss, jetzt da hoch und wieder runter. Und ich habe jetzt endlich mal das Glück im Leben, ohne Rucksack und unterwegs zu sein, ohne den 15 Kilo Rucksack. Schauen wir mal, jetzt müsste ich ja nochmal rauffliegen. Hier muss man sich so ein bisschen an diesen Steinturmen orientieren. Hier ist kein Weg wirklich beschrieben, aber man sieht es ungefähr, wo man hin muss, ja. Auf diesen zweiten Gletscher. Servus, und wie war es am Gipfel? Schön. Super, oder? Auch alleine unterwegs? Ich auch nicht. Boah, super, ha? Aber oben sind schon ziemlich weit. Ziemlich viel, gell? Ja, in Stuttgart gehen ziemlich viel rauf. So. Aber wäre sicher jetzt der Meitschen schon mit der Richtung her runter sein. Ach so. Ja. Na, tadellos. Na, super. Du brauchst ein bisschen Eisen bis in die Schaute und nachher kannst du Eis nicht wegstellen. Ach, okay. Weil oben ist alles ab. Kein Eis, kein Schnee, nichts? Oben nichts, ne? Ah, super, oder? Da, das ist der Stufaufe nur gerade ein bisschen. Ja, ja. Na, perfekt. Ja, ihr habt es gehört, perfekte Verhältnisse. Und jetzt wieder die Steigeisen montieren. Die Höhe, die merkt man schon langsam. Ja. Was sagst du, Kollege? Merkt man schon, oder? Definitiv. Der Kollege, also du machst eine Tagestour, kann man sagen, oder fast? Ja, ja, Tagestour. Ach du, und alleine und ach du, das sind so die richtigen wilden Hunde. Was auf den Mount Everest gehen. Ihr habt meinen Platz weggenommen. Ich hab schon gefragt, ob die noch ach Platz so, haben. Ach so, wir sind schuld, oder? Da war kein Platz mehr auf der Hütte, ohne Scheiß. Echt, oder was? Ich hab gefragt, ja. Also für mich haben es keinen Platz wir gehabt. Wir wollten ja die Tour am Samstag machen, Samstag auf Sonntag, aber da war alles voll. Ja, ich wollte beide. Ich habe von gestern heute gefragt und davor auch gefragt. Alles ach so. Voll. Ach du ja, Liebe. Ja, vielleicht nehmen die keinen einzelnen. Keine Ahnung. Ja, aber das Wetter muss man ausnutzen. Ja, ja. Donnerstag hatte ich angerufen, war alles voll. Ja. Am Donnerstag hast du angerufen, okay. Ja, ich bin ja vorgestern hier hochgelaufen. Also da bei der Hütte. Dann kurz gefragt. Ich bin um 4 Uhr los. Alter, das sieht so heftig aus. Wenn du da runter musst. Dann ist vorbei. Dann ist vorbei, definitiv. Hier die Höhe merkt man auf jeden Fall. Und hier ist es so extrem steil. Also hier ist es sicher 30 Grad steil, oder? Hier sieht man, wie der geht. Auf der 40 Grad. Wie viel? Laut Beschreibung war es 40 Grad. Laut Beschreibung 40 Grad. Es ist echt verdammt steil. Und nur Eis. Und da hinten ist die Hütte, ja, von da kommen wir. So rauf, zack, zack, zack. Und hier ist der Einstieg, hier fängt die Kletterei an. Da unten kommen noch einige hoch. Und ich muss jetzt hier weiter klettern. Die Steigeisen kann man eigentlich gleich mal ausziehen. Hier hat sie schon irgendwie ausgezogen. Dann geht es einfach so weiter, frei klettern. Bis auf den Kleinglockner und dann kommt der Großglockner. Die Flasche ist weggeflogen. Meine? Ja. Ach du liebe Güte. Wir sortieren uns gerade. Gar nicht Glück hier. Ja. Da in der Rinne, hier, überall. Da gibt es keine. Geht's? Schön langsam Zeit lassen. Ich gehe lieber hier hoch. Hier eindeutig der Weg hier. Hier, oder? Das sind die ganzen Haken hier. Ah, okay, perfekt. Ja, ja, oben ist ja das Schild, sieht man. Ja, aber es hätte ja auch woanders sein können. Vorsichtig Zeit lassen. Thank you.
etwa her. Ja, ich denke, da oben wird es eh einfacher. Holst du schnell das Seil? Ja. Wir auch. Ja, ich glaube, runter geht es sicher schwerer. Das Stück war echt anspruchsvoll. Ja. Und jetzt wird es ein bisschen leichter. Ja, ihr seht, da oben kommen schon die Leute runter. Wie ist die momentane Lage? Sie ist super, oder? Schöner Fels. Bitte ja. Auf Schreinerie noch vorbeischauen. Ne? Ja, genau. Auf meinem Kanal. Auf deinem Kanal auch. Ah. Wie heißt du? Ja, Schreinerie. Schreinerie. Ja, IE am Ende. Gut, ich verlinke dich unter dem Video. Perfekt. Und Leute, top. Folgt ihm. Ich weiß zwar nicht, was du machst, aber was machst geile du? Geile Sachen. Geile Sachen macht er. Er macht geile Sachen, also folgt ihm. Hier geht's aber rauf. Leck mir mal. So. Der Großglockner ruft. Also nein, der Kleinglockner. Schön. Wahnsinn, gell? Wir haben schon Oktober. Und unten? Boah, geht hier runter. Leute, und hier müssen wir weiter, wo die da herkommen. Dann geht's runter, oder? In diese Schlucht und dann auf den Großglockner. Das ist ja der Kleinglockner. Ich glaube, hier da ist der Kleinglockner. Genau. Balivicini, oder wie heißt die? Da geht es 3 Meter auf so einen Eisenpfad rüber. Ja, aber das schaut nicht heftig aus. Ich habe gesagt, dass links und rechts der Tod wartet. Okay, der wartet überall. Ja, guck dir das mal an. Der wartet überall, der Tod. Jo. Links magst du? Magst links? Da links, oder? Hier rüber, oder? Ja, links. Da links und da. Ja. Lass mal kurz da unten einmal. Ja, es geht ja nicht nass. Bleib doch mal kurz. Ja, warte. Ganz kurz. Lass mal da unten einmal. Jo. Uiuiui. Junge, ist hier Stau. Die Bergführer, die treiben ganz schön. Viel Zeit darf man sich bei den Bergführern nicht lassen. Ja. Nö, einfach die Platte hoch. Hier in diesem Spalt kannst du dich festhalten mit der Hand. Okay. Da ist ein Stahlseil, oder? Da ist ein Stahlseil, ja. Ah, okay. Ist schon wieder abgepackt. Genau, ganz vorsichtig. Hast du ein Video geschaut? Ja, ich habe mir ein paar Videos angesehen. So viel habe ich nicht angeschaut. Vorsichtig, langsam. Genau, halt den mal.
Bleib da, bleib da. Ey. Wir da brauchen ist. Dich noch. Der bleibt da, du. Das ist kein richtiger. Das ist nicht so lustig da, du. Puh. Oder schau mal vor, ob es überhaupt weitergeht. Aber muss ja mit der Stange hier eigentlich. Ja, 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 hier geht's runter. Hier ist ein Stahlseil. Hier muss ein Stahlseil. Ja, hier ist es. Ja, ja, ich hänge mich auch ein. Ich brauch den Kick halt wieder, ne? Ah ja, genau. Ja, schon eine Ansage, gell? Ist halt so. Obwohl anhängt, gell? So schlimm ist das jetzt auch nicht. Dann landest du unten, meinst du? Erstmal warten, Ario. Erst warten? Ja, geh mal links, dass die vorbei können. Das schaut so geil aus, gerade mit dem hier mit den Schatten. Das ist so geil. Das ist halt, wenn hier der ganze Scheiß vereist ist, ne? So. Dann hört sich's auf, wenn du vereist bist. Die Wetterbedingungen bei uns sind ja auch ein Traum, was? Jetzt geht es hier runter, die Pali Vicini, oder wie heißt die Rinne? Was denn? Winter, du kannst Eisklettern hoch. Echt? Ja. Boah. Hab ich auch kurz mal gemacht, aber... Alles voll. Voilà. Warten? Okay, ja. Jetzt müssen wir wieder warten. Oh, hier wird es schon ordentlich steil wieder. Das geht ja nicht auf den. Ja. Das muss man im Detail betrachten. Das kann man nicht so, wenn man es nur von der Ferne sieht, da denkt man sich, da kommt der Niemand runter. Ja. Ja. Hier war diese Eislücke. Ja, genau. Ach, das ist jetzt Steine, oder? Aber die drei kommen gleich. Ja, wo lassen wir die vorbei? Wo es am spannendsten ist, oder am besten? Warte mal, ich gehe, also glaube ich, hier hoch. So. Scheißegal. Also hier ist eigentlich super. Ich bin aus dem Weg. Ich bin auch aus dem Weg. Ich bin aus dem Weg. Ich bin aus dem Weg. Bist du aus dem Weg, Junior? Ja. Er ist noch ein Junior. Er bekommt noch Vergünstigungen. Ehrlich? Ja. Nein, ja. So ein Sack. Ach, von da oben kommen wir runter. Das sieht so heftig aus. Das kann man gar nicht glauben, von wo man kommt, gell? Nee, das do us, hey? Good. Ja, wenn die runter sind, dann gehen wir. Hier bin ich gerade auf dieser, weiß ich jetzt nicht, wie die heißt, Rinne. Wie? Todesschlucht? Und hier muss man halt drüber. Aber jetzt ist Gott sei Dank kein Schnee und Eis. Jetzt geht's prima. Und jetzt wird's richtig ernst, oder? Also das ist ja, das sieht echt nicht ohne aus. Oh, okay. Verstehe. Uah, gah, gah, gah. Yeah.
dass wir das alles runter müssen noch. Das ist hier richtig happig. Stahlseile ist völlig gut. Ja, echt, aber Stahlseile sind hier ein bisschen knapp, da haben sie gespart. Sollen wir hier warten oder ja, kommt ihr? Ja, hier ist ein guter Platz, geh hoch, geh hoch. Und jetzt steigst du rüber. Ja. Ja. Genau, geh rauf. Und jetzt geh rein. Und? Schau mal, da außen ist es. Es ist einfach, ihr könnt aber da hoch. Schau, geh rechts. Ah ja, genau da. Achtung, Lukas! Was ist los? Hast du es eilig? Was ist los? Rauch einmal eine. Die Richtung. Da können sie hier einfach. Soll ich hoch oder? Ja, mit dem Seil ist blöd, glaube ich. Oder warten oder was ist da? Lieber, oder? Mit dem Seil. Na komm hoch, komm. Geht dann. So sieht es hier oben aus, war geil. 500 Meter Seil und bitte nicht mehr aufpassen. Gipfelkreuz. Großglockner. Boah. Alter Schwede. Boah. Wahnsinn, oder? Wir haben es geschafft. Jungs, sollen wir wieder langsam runtergehen? Ja. Ohne Seil, hörst du nochmal? Daniel. 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 Daniel haben wir gerade kennengelernt. Und jetzt geht es ohne Seil da wieder
Runter. Na, das wird jetzt was. Runter, das wird was. Sicherheitshalber ohne Seil. Sicherheitshalber ohne Seil, ja. Boah, weil runterklettern ist ja viel, viel schwerer, finde ich. Ja, es stimmt schon. Also, es ist da unten eigentlich. Kann das nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Um die Jahreszeit kein Schnee. Zumal. Da liegt normalerweise nicht mehr 2 Meter Schnee. Aber da ist einer zum Abseilen hier. Ja, ich hab 4 Stück. Okay. Ja, ich hab Wasser gesucht. Ah, hier, das ist gut. Boah. Ja, da rein. Da rum. Auch nicht ganz so speckig, ich glaube, da sind so viele Leute rumlaufen. Ja, Mann. Ich würde die Briefe jetzt. Ich mal sein können. Schlüsselstelle kommt noch. Ich brauche hier einen Griff. So, jetzt sind wir wieder bei der Pallavicini-Rinne. Was? Da geht es auf die Seil leichter da links rum. Ah. Du bist hier rüber, glaube okay. Ich. Okay. Geht doch alles leicht. Es geht doch alles traumhaft.
sehen, wie er klettert ist. Ja, dann. Tengo que sacarla de la estaca. Está dura, Uli, ¿eh? Ya, ya. Sí. Bueno, esa ya subiré yo. Poco más, ¿eh? Vale. Jetzt. Hallo? Also bis jetzt läuft die Kletterei super. Überall super Griffe. Ab und zu auch mal eine Stange. Also man kann sich super festhalten. Warte, ich kann mich gerade nicht drehen. Bist du hier runter? Ja, ja. Da, oder? Ja, genau. Geht's? Ja, perfekt. Ja, easy, oder? Ging leichter, als es von hier aus aussah. Genau. Geht ja gewaltig. So, ab und zu gibt es immer wieder so knifflige Stellen, so Platten, wo es dann natürlich da überall runter geht. Da muss man aufpassen. Da muss man sich richtig fest hier in den Spalten halten, ja. In den Spalten halten. Warte. Geht das? Jetzt wird es happig. Wie man es erwischt, glaube ich. Warte mal. Wenn du nach links gehst, ganz darüber schau. Ja. Weil das ist besser, glaube ich, weil da nur auf. Warte. Ja, das meinte ich. Nichts für die Junge aus, ja? Ja, hier kommt nicht die Pässe. Boah, der hier. Dann wickelst du komplett runter mit dem, dass diese tolle Anlehne verdient. Nach links erstmal, nach oben. Da, so, ja, ja. Das darf springen ins Bier. Scheiße. Nee, musste ich. Geh mal runter, halt dich fest mit der Hand. Steig runter. Genau, und jetzt da unten greifen, wo der Spalt ist. Links. Ja, genau. Eisleitl. Jetzt fängt der Spaß an.
Also stimmt, ja. Hier ist es besser. Warte mal. So, ich hab Mehling. Das ist nicht so schlecht, oder? Das ist der Heli-Landeplatz, Leute. Genau, stimmt. Für den Heli ist der perfekt. Da ist auch Windfahne. Also du denkst, das ist für den Heli, oder? Ja, schon. Stimmt. Wow, und von da oben kommen wir wieder runter. Das ist ja unvorstellbar, oder? Wahnsinn. Schön. Wir haben es wieder geschafft zur Erzherzog Johann Hütte, die höchste Schutzhütte in Österreich. Jason, alles fit. Und hier hinten ist die Großglockner Hochalpenstraße. Wir gehen jetzt ein bisschen einen anderen Weg wieder runter, nicht den gleichen. Wie heißt dieser Weg? Abstieg beim Blauen Schadl. Abstieg beim Blauen Schadl. Oder Burg. Schade, so Stühlöde-Luckner. Genau, da gehen wir hin. Das soll anscheinend sicherer sein und kürzer, oder? Ja, kürzer. Weniger Gletscher halt. Ne? Weniger Gletscher, ja, haben uns die Bergführer empfohlen. Schauen wir mal, ob man den Bergführern vertrauen kann. Also ohne ist es hier auch nicht. Wenn du hier mal richtig ins Rutschen kommst, hier geht es ordentlich runter. Aber ja, sind wir gleich unten und jetzt geht es links am Gletscher vorbei. Hier geht es runter, dann links vorbei an den ganzen Steinen und dann runter zum Bachplatz. Man kann ihn schon sehen. Gott sei Dank haben wir den Daniel kennengelernt, denn zu dritt ist es wesentlich sicherer auf den Gletscher wie nur zu zweit. Schön wieder befestigt, ganz hinten läuft der Jason. Aber bei so einer Hitze sollte man normalerweise nicht über einen Gletscher gehen. Der momentane Weg, wir sind jetzt gleich bei der Luckner Hütte. Und ja, Gott sei Dank ist alles gut gelaufen bei der Tour. Und ja, sind denn die zwei. Den Daniel haben wir jetzt kennengelernt, der im Blauen, der jetzt mit uns den Abstieg macht. Und den Jason habe ich bei diesem Video kennengelernt, der höchste Lost Place heißt er auf meinem Kanal, wo ich alleine da auf die Zugspitze im Winter hochgehe. Da habe ich sie ganz oben in der Gondel dann kennengelernt. Also beim Bergsteigen lernt man echt vernünftige Leute kennen. Also unbedingt Bergsteigen, wer Freunde kennenlernen will. Wir sind jetzt am Parkplatz angekommen. Das letzte Stück war noch richtig anstrengend. Jetzt ist es kurz vor, vor 18 Uhr gestartet. In der Früh sind wir genauso um 7 Uhr ungefähr. Also haben wir 11 Stunden jetzt für die Tour gebraucht. Ja, es war ganz okay. Wir haben ziemlich viele Pausen gemacht jetzt dann am Ende. Wir die Landschaft genießen. Ich wollte mit der Drohne fliegen und so weiter und so fort. Ja, ihr wisst, wie es läuft. Fotos machen. Die Tour ist echt wunderschön. Also wer das Wissen hat und das Können, sollte die Tour unbedingt machen. Kann ich nur empfehlen. Anfänger natürlich überhaupt nicht. Wir haben einfach alles frei geklettert. Ob es schlau ist oder nicht, muss ja jeder selbst für sich entscheiden. Wir haben uns einfach sicher und wohl gefühlt. Wir waren bei keiner Stelle irgendwie überfordert oder hatten Todesangst. Und ja, das war's mit dem Video. Wir werden jetzt wieder rübergehen zum Lucknerhaus, ein Schnitzel essen und ein Bier trinken. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. Und ich glaube, das Video hat auch einen Daumen nach oben verdient. Hinterlasst mir auch einen Kommentar. Ich würde mich freuen über eure Meinung, was ihr so von dem Ganzen denkt, was wir heute geleistet haben, also gestern und heute.
und abonniert unbedingt meinen Kanal und wir sehen uns wieder nächstes Wochenende. Auf Wiederschauen und reingehauen.